Hallo Freunde, willkommen zurück zu Pikmin 3. Alle Gebiete sind entfruchtet, wir haben alles gefunden, woran ich mich erinnere und sowas alles. Und ja, jetzt holen wir noch ganz schnell, wirklich ganz, ganz schnell, die letzte Geheimnotiz. Die dauert überhaupt nicht lange und dann beende ich den Tag auch sofort wieder, weil ich habe genug. Okay, vielleicht sehe ich noch schnell auf die Schnelle einen großen, fetten Gegner, dass ich mir die Flügel-Pikmin auch auf über 200 aufstocken kann. Aber falls nicht, falls das doch mindestens lange dauert, weil in diesem Part solltet ihr auf jeden Fall schon das letzte Gebiet erkennen. Guck, hier haben wir doch gleich einen dicken. So, Leute, das Geile ist ja, ich muss mich hier raufwerfen. So, ich habe ja Feuerschutz. Ich muss hier... Das ist total fies, ey. Also, eins... Ups. Eins? Wie dumm, wie die da auch drauf stehen. Das ist krass, ey. Und? So, jetzt wechseln. Und dann müsste hier der andere irgendwie darüber geworfen werden. Das ist voll... Boah. Voll krass. Okay, wartet mal. Ich mach den Typen mal down. Für die fliegenden Pikmin. So, ist einfach mal 100. Einfach mal alle. Hui. Ganz viel rausholen, damit ich nicht pflücken muss. Nicht wahr? So. Okay. Wird zwar keine 100 geben. Also, nee, also keine 20 Pikmin geben, aber ist ja egal. So. Ich bin gespannt, ob... Alter, 100 Stück! Alter Schwede und... So, okay. Das hat... Der hat ausgeröchelt. Ach ja, jetzt muss ich hier alle erstmal raufwerfen. Ohne, dass die runterfallen. Das geht nämlich irgendwie. Aber wie kryptisch das ist, oder? Höp. So, ganz schnell wechseln. So. Okay. Nein! Nein, runtergefallen. Oh, halt. Nein, komm, komm, komm. Okay, ich kann nicht rennen. Wie fies. Was war das denn? Oh, da muss ich ja ganz komisch auf engem Gebiet hier zielen. Okay, wartet mal. Das kriege ich aber hin. Genau, vielleicht sollte ich... Haltet, wartet mal. Ich nehme mal nicht den... Ich will mal den Fetten spielen. Wo ist er? Ach, geht gerade nicht. Oh, Moment. Bei den werfe ich lieber die beiden Kleinen rauf. Wisst ihr, die haben ja hoffentlich mehr Platz drauf. So, komm schon. So. Na, komm. So, die schon mal nehmen. Wieso? Wieso fällt die da immer runter? Voll doof. Okay, warte mal denn. Dann ist mir das jetzt egal. So, okay. Halt, nein. Guck, der rutscht hier runter. Der, ey, was ist das denn? Ich hab aber, ich hab's ja nachgeforscht, das geht. Auf jeden Fall. Aber vielleicht von hier oder so. So. Komm her. Na, komm, ein bisschen noch weiter. Nein! Oh Mann, oh, was? Nee! Oh, das ist jetzt doof. Ja, aber so geht das. Dann fliegt er nämlich genau darüber und dann kann er den Weg da langlaufen und dann ist er safe. So, komm her. Ja, das hat geklappt. Okay. Ohne Rücksicht auf Verlust ihn einfach runterfallen lassen. So, dann kann man hier lang gehen. Kann man das hier ausgraben? Nee, oder? Nee. Und dann hat man... Oh yeah, die Geheimdatei. Nummer 1. Okay. Sehr schön. So, Freunde, das war's. Ich probiere nochmal, ob man irgendwie den Pikmin, den Schneemannkopf da ausbuddeln kann. Wenn nicht, dann heißt es Tschüssikowski und wir gehen ins letzte Gebiet. Geil. So, kann ich die ausgraben? Nö, da macht keiner Anstalten zu. Also dann, tschüss, Mann, Tag beenden. Wirklich ganz sicher? Ja, Mann, die Fans wollen was sehen, Mann. Pikmin 3 muss spannender werden. Du. So, keine Pikmin gestorben. Dürfte eigentlich passiert sein. Nö. Ein Tag quasi echt verschwendet. Ja, wegen einer Datei. Und davor der Tag war ja auch schon verschwendet, wenn man so will. Aber ist egal. Ich hoffe, es kommt nicht auf die Menge an der Fruchtsäfte, die wir haben. Sondern wirklich die Tatsache, dass wir alles gefunden haben. An Früchten. So. Jetzt können wir unsere Vorräte nicht mehr aufstocken. Ach. Das sagst du aber cool. Boom. Oh, 59. Schade. Aber es reicht nur aus. Unter 40 komme ich auf keinen Fall mehr. Unter 50 will ich eigentlich auch nicht mehr kommen. So, und wie sieht's aus? Wie viel hat das jetzt gebracht für die? Ah, 8. Okay. Okay. Das reicht mir doch aus. Mann. Was hast du jetzt noch zu sagen? Bestimmt was Langweiliges. Die Tage auf diesem Planeten sind kurz. Um die Mission erfolgreich fortzusetzen, müssen wir die Zeit effektiv nutzen. Eine Möglichkeit dazu ist die Zielfunktion des Codepads, die Luxeitling noch nie benutzt hat, weil er so ein Stümper ist. Aber so kann ein Anführer bei der Zwiebel halt Keimen pflücken und ein anderer Kreaturen bekatchen. Nur ein Captain meines Kalibers kann unter Zeitdruck mehrere Dinge gleichzeitig machen.
Seht ihr, ich bin halt das falsche Kaliber. Ich bin kein richtiger Captain in dem Sinne. So, ich habe jetzt alles gefunden, was mir bekannt war. Ja. Falls ich irgendwas vergessen habe, sagt ihr mir das bestimmt ganz lieb und nett. Tag 40. Boah. Und jetzt endlich mal geht's ins letzte Gebiet. Wir landen. Boah, was ist das denn? Australien? Nee, das war ja schon ein anderes Land. Afrika. Nein, was ist das? Sieht aus wie eine große Mega-Wüste. Aber es ist ja der Tower der Forever Alones. Der Turm der Einsamkeit. Alter, ein Ameisenbau. Oder den Termitenhügel oder so. Boah. Okay. Ich bin gespannt. Einfach gelandet. Dieses Signal. Ob das von Captain Olimar kommt? Ja, würde ich auch gerne mal wissen. Wenn wir Louis glauben können, muss das von ihm sein, ja. Wir dürfen jetzt nicht zögern. Abmarsch! Okay. Wo geht's hier überall lang? Ich habe echt Angst. Oh, die Musik. Alter, oh, vor die Pflanzen. Ey, voll in der Wüste. Okay. 2020, Leute? 2020, oder? Okay, dann machen wir mal hier alles. Wir gucken mal nach. Ich weiß aber echt nicht, wo ich hin soll. Die Karte sagt mir auch noch nicht viel. Außer natürlich, wo das Signal herkommt, aber... Alter. Nee, bitte nicht. Was ist jetzt hier? Was ist hier? Bitte nicht. La 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 la. La la. Hier ist nichts mehr. Da geht's in irgendeine Höhle. Kann ich da weiter raufwerfen oder ist das nur ein Ausgang? Ist wohl ein Ausgang. Weil... Ja, okay. Ist zu hoch. Ist mir zu hoch! Okay, wo bin ich denn hier? Komische Steine? Ich will nicht in die Mitte gehen. Ich habe Angst vor der Mitte. Sonst ist hier nichts. Hier muss irgendwas in der Mitte sein. Okay, da kommt bestimmt wieder ein Langbein runter. Also gut. Hallo? Hallo? Warum ist hier niemand? Oh, die Musik, ey. Gut, dann ist hier nichts. Gehe ich wieder hoch? Leute, ich habe Angst. Die Pikmin summen irgendwas. Ja, dann gehen wir jetzt einfach mal straight in diesen scheiß Termitenbau rein. Eine Datei. Eine Datei. Vielleicht, was, wem gehört das? Hm? Logbuch, 7. Gut, hoffentlich gibt es hier dann noch 8, 9 und 10. An der Spitze eines hohen Turms entdeckte ich ein goldenen, schimmerndes Objekt. Es handelt sich zweifellos um einen wertvollen Schatz. Morgen sollte ich das untersuchen, auch wenn es mir Sorgen macht, dass der aus irgendeinem Grund recht stille Louis partout nicht dorthin zu wollen scheint. Aber warum denn nicht? Alter, muss ich jetzt gegen fette Termiten catchen oder sowas? Okay, hallo, ich bin ganz ruhig. Ich bin ganz cool. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Da ist er! Ich weiß nicht! Was ist das denn? Was? Ist das Captain Olimar? Was ist denn das für ein Vieh? Wie schrecklich! Diese goldene Lebensform hat irgendwas mit ihm vor. Was ist denn das? Oh nein! Wir müssen ihn schnell retten! Okay, die Leben. Was ist jetzt der Bossfight? Wartet mal! Hä? Wie klein ist denn die Karte? Die Karte ist ja gar nicht so groß. Aber wo finde ich denn hier noch? Okay. Was ist denn echt alle denn? Tja. Freunde, dann fehlt mir ja noch so viel. Wo sind denn hier die zwei Gebietshinweise oder sowas alles? Wisst ihr was? Oder der... Ich bin total verwirrt. Aber okay. Okay. Was ist denn das? Oh nein, Olimar! Oh, voll gespiegelt. Okay, halt. Grabt mal bitte hier erstmal in dem Loch. Erdloch. Geht mal rein. Ich habe Angst vor dem Vieh. Was macht das denn da? Was hat das gemacht? Ich will mir erstmal die Notizen angucken. Ich gucke mir die Notizen an. La la la. Er schaut einfach drauf los. Werden sich die Notizen angeguckt, die hier bestimmt gleich rauskommt. Jawohl. Okay, was haben wir da? Was steht da? Logbuch 10. Wieder gefangen. Wie oft ich auch entfliehe, jedes Mal werde ich diesen Turm zurückgebracht. Dieses Mal verging ein Tag, seit ich das Bewusstsein verlor. Wenn es mir nur gelingen würde, die Kreatur zu entkommen, befreit mich aus diesem niemals endenden Albtraum. Ah, ich verliere wieder das Okay. Ja, ist hier noch mehr so eine Erdlöcher? Jetzt fehlt ja 8 und 9. Was soll das? Oh, ey, Leute, ich mache jetzt echt Sorgen, dass ich hier Sachen nicht finde. Okay, Olimar kann von mir aus noch ein bisschen da eingequetscht sein. Hier kann ich wieder hoch.
Soll ich hier mal runter? Nee, dann komme ich bestimmt bloß unten an. Ich traue mich nicht, das Vieh anzugreifen. Ist denn da zu fassen? Tschüss! Ich habe echt Angst. Wir müssen Olli mal helfen, Masa. Gut. Ruf auf ihn! Getötet! Es ist tot! Ja! Zum Glück, es geht ihm gut. Es ist tot. Na dann, abtransportieren. Geil. So. Na, die Pikmin. Anders als sonst scheinen sie den Weg nicht recht zu kennen. Ja, merkwürdig. Wieso? Dann sollten sie jemanden von uns führen. Okay, ich werde die Pikmin zurück zur Drake bringen. Alles klar? Also dann, ich und... Der Captain und ich suchen den Überlichtschlüssel und stoßen dann zu ihnen. Okay. Also los geht's. Ach, die ist jetzt einfach weg, oder wie? Olimar retten. Ah, zeigt die... Oh, geil, Olimar retten 1. Cool, habe ich auch alle Forschungsdateien. Weil da fehlt mir auch bloß noch 2. Geil. Zeige den Pikmin, die Olimar tragen, den Weg. Ja, und Teil 2. Anführer übernehmen in dieser Reihenfolge das Kommando über Pikmin. Mutiny, Alf und Charlie und... Was ist das jetzt für ein Müll? Okay, haut mal einfach ab. So, wo geht denn die jetzt hin? Wo geht die denn hin? Warte doch mal! Ach du Scheiße. Okay. Boah, das ist dann. Ach, das ist jetzt also der einzige Trick am Ende, oder wie? Oh. Was ist denn das? Davor muss ich fliehen, eindeutig. Was ist das denn? Gehört das zu der Kreatur von eben? Ich glaube, das ist ein und dieselbe Kreatur. Wah! Aber sie wirkt völlig unversehrt. Captain, wir müssen hier weg. Rückzug! Ich mache mir Sorgen um Brittany! Okay, Rückzug. Oh, hier gleich. Oh, da ist eine Datei! Oh, scheiße. Ja, okay, ich fliehe einfach vor dem Vieh. Jetzt ist mir jetzt echt zu großer Risk. Da war eine Datei. Scheiße. Muss ich hier irgendwann nochmal zurück, wenn ich Bomben habe oder so? Okay, hi Leute, na? Was ist los? Was ist los mit euch? Ach nee, halt. Halt. Ist, dass das Vieh gleich ankommt. Das Vieh kommt bestimmt gleich. Warum geht ihr hier nicht weiter? Warum macht ihr nicht mal so eine Dinger down? Ah, gut. So. Ach, halt. Nein, was mache ich denn da? Die Musik, ich habe Angst vor dem Vieh. Was ist denn für ein Vieh? Es kommt aber nicht. Okay, irgendeine Datei hier. Irgendeine Datei. Gleich zum Mitnehmen. Bitte. Nee. Okay, das Vieh. Da kommt es. Da kommt das Vieh. Oh nein. Und da ist was. Da kommt es. Ich kann da nicht hoch. Okay. Schnell. Kommt alle hier mit. Kommt mit, Leute. Oh mein Gott. Was ist das noch für ein Vieh? Okay, auf jeden Fall gibt es hier sehr viele Dateien. Und die hole ich mir jetzt auch. Genau. Kommt mal mit. Wartet mal. Q-Pad. Ja, okay, ich kann ja nirgendwo ein Ziel hintippen. Weil ich nicht weiß, wo hier ein Ziel ist. Alter, Freunde, was ist das denn für eine Mission hier, ey? Das ist ja krass. Aber okay. Okay, hole ich mir erstmal die Geheimdaten. So, also schön im Kreis führen, das Vieh. Oh, hallo Leute. Na, ihr seht da lustig aus. Okay. So, tot. Aber ist ja... Was ist mit... Die Viecher sind alle so kaputt. Was ist hier los? Okay, das fehlt aber noch Zeit. Das kommt ja ganz langsam zum Glück. Ja, okay. So, tot. Da kommt es. Ja, danke für den Hinweis. So, halt. Pick mal mitnehmen. Nimm Uli mal mit, schnell. Schnell. So, bitte nicht stehen bleiben. Bitte das bloß nicht stehen. Okay, der eine. Warum waren da jetzt so viele Pikmin? Na toll. Warum zum Teufel? Also 6 Pikmin gestorben. So, was ist das? Mysteriöse Lebensform 1. In der Lebensform, wenn die Lebensform durchsichtig ist, ist sie unbesiegbar. Eingesaugte Pikmin kannst du mit der Pfeife retten. Habe ich doch gerade versucht. Okay. Das war ein Reinfall. Leute, was ist denn los? Ach. So, sind alle da? Ja, kommt mal. Kann ich ein paar mehr Pikmin da rumtragen? Ein paar mehr müssen nur gehen, oder? Sind sie wenigstens schneller. So, noch ein paar mehr müssen eigentlich gehen. So, immer eine Doppelte war eigentlich möglich. So. Okay, gut. Das tragen die jetzt mega schnell. Ich hoffe, das Vieh ist jetzt nicht so schlau und hat die Richtung gewechselt.
Nö. Da. Was war das? Nee. Gut, 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 gut. Da, 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 da. Ach du Heilige. Oh, Sackgasse. Wo ist denn das olle Ding? Wo ist denn das scheiße Ding? Da kommt es. Ja, ja. Bleib ganz ruhig. Ich muss hier irgendwo hin. Muss wohin? Ah, eine Mauer. Was auf dem Mauer? Yes. Bum, 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 macht sie kaputt schnell. Wo ist denn das olle Ding? Ah, da kommt's angeschlabbert. Oh, ist ja cool. Da kommt es. Ja, wir sind gleich durch. Wir sind gleich durch. Schnell, schnell, schnell. Komm, wir haben zum Olima. Oh nein, ich Idiot. Mach es kaputt! So, schnell, schnell, schnell. Lauf! Lauf doch! Was macht ihr denn? Was? Warum? Och Mann, weil Brittany nicht mit dem Team war. Oh Mann, ey. Olima wurde verschluckt. Na, holen wir ihn gleich wieder raus. So, okay. Ruf auf ihn! Wie der rumschleimt. So, und nochmal. Ruf auf ihn! Alter, ist das eklig, Mann. Ist das für ein Vieh? So. Oh, der Würfel. Okay, okay. So, schnell, 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 schnell. Okay. Wir haben Brittany in unserem Team, ja? Anna, kommen auch alle mit? So, schnell raus. Alter. Ist ja geil. Oh, eine Glaswand. Felspigman. Hua, 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 hua. So, schnell, schnell, schnell. So, ich werde zum Glück immer gewarnt. Das ist ja cool. So, von wegen, da kommt es. Dann weiß ich aber, dass es noch ein bisschen weit weg ist, aber dass es noch geht. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Was ist das für Viecher? Schnell. Schnell, 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 schnell. Wieder mitnehmen. Und ihr Pigment macht bitte die Viecher hier down. Aber schnell. Okay, okay, okay. Okay, okay, okay. Schnell alle down machen. Einfach umbringen. Da sind Bomben. Ich kann bestimmt nochmal zurückgehen. Okay, zack. Hier ist das Sky Impact. Mysteriöse Lebensform Nummer 2. Greif sie erst an, wenn sie sich golden gefärbt hat. Okay, ja, sonst werden sie alle eingesaugt. So, Bomben nehmen bitte. Hier auch mal nach Bomben suchen bitte. Und Angst haben müssen. Wo ist denn Olima? Wo ist Olima? Wo ist alle Vieh? Okay, Olima liegt noch hier. Okay, noch mehr Bomben. Da kommt es! Ja, okay, okay. Höp. Und höp. So, ich will auch noch die letzte Ding, die letzte Einheit da haben. Die will ich auch noch haben. So, okay, dann habt ihr alles. Das Vieh kommt jetzt hier rein. Oh, scheiße. Nicht schon wieder Olima aus Versehen einnehmen. Mann! So, schnell, schnell, schnell. Ja, Leute, ey. Okay, was ist mit dem Vieh jetzt? Komme ich da vorbei? Da komme ich ja niemals vorbei. Leute, kommt. Schnell. Oh, oh, schnell. Schnell, schön vorbei. Ist ja geil. Okay. Den haben wir schön verarscht. Den Trottel. So. Ach, das ist aber geil gemacht. Das finde ich cool. Muss ich echt sagen. Das ist geil mit dem Fliehen. Was man da abhauen muss. So, ich würde jetzt halt am liebsten, würde ich jetzt halt noch... Warte mal, kann ich mit dem Kuhbad vielleicht dafür sorgen, dass der Typ hier immer im Kreis rennt? Ne, ich glaube nicht. Okay, ich muss mich, glaube ich, einfach nur beeilen. Dann mache ich das jetzt auch, indem ich jetzt wieder zurückgehe und mich in die T-Zone, da wo ich die Mauer wegspringen muss. Ja? Ja, die kommen ja alle hinterher. Gut. Mach trotzdem nochmal ein paar. So, sind, habe ich alle bei mir? Ach, komischerweise. Okay, ja doch, 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 doch. So, hier mache ich mir jetzt natürlich hoffentlich kein Eigentor, weil das Vieh ja jetzt gleich... Ach... So, okay. Die Musik. Aber hier kann ich ja denn wieder bestimmt den verarschen. So. Eins, zwei. Okay, und boom, boom. Eins, zwei. Okay. Hilfe, Mann. Und rums, rums. Kaputt. So, was ist das für eine Datei? Was ist das hier? Eine Abkürzung. Wenn sich die Wand einreißen ließe, würde sich die Zeit, die man bräuchte, aus dieser Irrgarten zu entkommen, enorm verkürzen. Es wird doch nur ein paar Steinbomben geben. Das sagt man mir nachdem ich das geschafft habe. Wie doof. Okay, halt. Noch ein paar Pigmen ranwerfen. Na, wuh. So, okay. Wo bin ich denn jetzt hier? Ich kann hier die Kamera krumm drehen. Ah! Ein Weg, um den richtig schön zu verarschen. Okay. Okay, okay, okay. So. Ah! Noch eine Handnotiz. Verdammt. Habe ich jetzt alle vergessen? Da waren da noch mehr. Geheimdaten 1. Nochmal.
Ach, verdammt, hab ich aus Versehen wieder weggepfiffen aus Versehen? Oh, Leute, ist das spannend, ey. Leute! Leute! Okay, wo ist das alte Ding? Hier war es auf jeden Fall nicht mehr. Da kommt es! So, wo bin ich jetzt? Oh, halt, halt, halt. Hopp, 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 hopp. Ich hoffe, ich habe jetzt keinen Fehler gemacht. Und über den falschen Weg genommen oder so. Nicht, dass jetzt gleich der Bosskampf kommt. Ah, noch eine Datei? Was steht hier? Logbuch Nummer 9. Diese Kreatur muss etwas von mir finden. Muss etwas an mir finden. Ich bin wohl nicht in Gefahr, doch sie lässt mich auch dann nicht gehen. Mit Hunden bin ich schon immer gut ausgekommen, doch eine Kreatur, die wie ein Schatz aus flüssigem Gold aussieht, ich bin müde. Mein Anzug versetzt mich wieder in Schlaf. Das wäre auch nicht so toll. Okay. Mauer einrufen. Alter, aber wo bin ich hier, ey? Okay, jetzt habe ich natürlich Brittany wieder nicht bei mir. Aber die brauche ich doch. Oh, toll. Ah, da kommt es. Wo denn? Und ist ja auch hier immer, ey. Da muss ich eine Brücke bauen. Ach, du heilige Scheiße. Geht sich da durchquetschen. Es hat echt ein paar Pikmin in sich drin. Aber die kann ich alle noch befreien. Kommt her. Okay, die Mauer ist kaputt. Die Mauer ist kaputt. Sehr schön, alle mitkommen bitte. Ach! Ach! Ah, Mist! Mist, 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 Mist! Schnell, schnell, schnell! Oh, oh. Oh, Beeilung ist angesagt. Okay, alle tot? Kommt, 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 kommt. And round one! Okay. Ah! Olima! Ach, Mist! Und wieder in den goldenen Cube. Ah, es hat schon wieder geschnappt. Was kann es wohl mit Olima vorhaben? Ich habe keinen Plan. Ruf auf ihn! Alter, das ist so krass, Alter. Okay, nochmal, ruf auf ihn. So, gleich ist er wieder befreit. Okay, Leute, aber... Captain Olimar! Schnell, 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 schnell. Ganz viele rauf. Oh, voll so ein goldener Kubus. Was ist das? Wo bin ich hier? So, mitkommen. Okay. Oh, der heilt sich wieder. Oh, so ein scheiß Vieh. Okay. Hier kann ich jetzt immer wieder hin und her rennen. Da. Ach. Ach, Mann. Die Zeit ist eh gleich vorbei. Ich schaffe das ja gar nicht an einem Tag. Aber ich muss das auch nicht an einem Tag schaffen, oder? Oh nein, diese Viecher, die mich bewerfen. Kaputt. Okay, kaputt. So, was ist da drinnen? Noch mehr Bomben oder was? Ich guck mal. Oder noch eine Datei. Kann ja auch sein. Okay, Leute, der Part hat wieder ein bisschen Überlänge, ich weiß, aber ich muss das hier mal in Angriff nehmen. So, nee, Bomben nur. Nur Bomben. Oh, bam, kaputt. Nur Bombies. Dann nehme ich die mal lieber mit, oder? So, drei Stück. Happen, happen, boah, geil. So. Alles dabei. Was ist passiert? Irgendwas ist hier wieder eben aufgegangen. Aber ich habe doch alle bei mir, oder? Ja. Oh, shit. Noch so eine Mauer. Krabbeln die Käfer rum? Nee. Okay, das war's. Ich versuche mal die... Ja, ich benutze mal die Dinger. Vielleicht explodiert das ja auch. Was? Was? Was ist passiert? Wieso? Was ist da? Hä? Ich hab doch einen... Ich hab da zwei hingeworfen. Eins ist gelandet, eins nicht. Ganz tolle Scheiße, ey. Boah. Was war das denn? Na, toll. Wir haben einen Pikmin. Los, schnapp ihn dir. Ja, was heißt das jetzt? Was heißt das jetzt? Wir hauen einfach wieder ab. Okay. Ach du Scheiße, habt ihr das gesehen? Ey, ist dieses... Ich muss ich mir gleich nochmal angucken. Leute, ist dieses... Ist, oh! Alter, in einem Part, in einem Tag 100 Pikmin verloren. Ach du Scheiße. Naja. Freunde, es tut mir leid. Das war ja eben... Das war voll fies. Ich dachte, ich werfe da zwei Pikmin hin zu der Wand. Eins ist da gelandet. Eins, würde ich jetzt schätzen, ist an der Wand abgeprallt. Oder gegen die Wand geflogen und hat die Bombe einfach da abgelegt. Ohne, dass ich das gesehen habe. Ach, Mann, ey. Aber okay, hier gibt es anscheinend sehr, sehr viele noch Dateien. Sehr, sehr viele Dateien. Geil. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Ah, Freunde, das war's erstmal. Oh, der nächste Part wird dann übel. Dann, ja, man braucht echt jede Art Pikmin. Ich nehme wieder 20-20 mit. Auf, oh, es kommt Eise. Oh, alle gestorben. 100 heute. 100 Pikmin. Es tut mir so leid.
Es tut mir so leid. Aber der eigentlich nicht viel ist, weil es ja bloß 20 von jeder Sorte ist. Und wir bedenken ja, ne, wir hatten ja schon über 200 von allen fast. Als wir versuchten, Olimar zu retten, wurden wir von einer rätselhaften Lebensform angegriffen. Allerdings schienen sie es nicht auf uns, sondern auf Olimar abgesehen zu haben. Ich frage mich, was der Grund dafür ist. Wie dem auch sei. Vorerst sollten wir Olimar zur Drake zurückbringen. Ja, was wir nicht geschafft haben. Der wird bestimmt immer wieder am Anfang sein und dann müssen wir da mal runter. Aber wir haben ja schon den Abkürzungsweg gelegt und all sowas. Ist ja alles cool soweit. Aber Freunde, das war Pikmin für heute. Fett, spannend, übelst gemein. Und in Tag 41 gucke ich, ob ich die restlichen Dateien finde oder was auch immer sein wird. Auf jeden Fall, das ist ein geiler Boss. Das macht irgendwie Spaß, bei dem abzuhauen. Aber okay, ich habe schon wieder zu viel geredet. Oder wollt ihr noch was absagen? Jetzt ist eh zu spät hier. Hm? Was? Was denken Sie, will diese mysteriöse Lebensform eigentlich? Da bin ich überfragt. Wenigstens scheint es nicht auf unsere Vorräte abgesehen zu haben. Schon merkwürdig, wie sehr sich sie hinter Olimar her zu sein scheint. Also gut, Alf. Und ich gehe in Rückendeckung. Bitte nie, Sie bringen Olimar zu Drake. Wird gemacht, Mann. Und passt auf euch auf, ja? Jo, das machen wir auch, aber im nächsten Part. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Mann!